Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und heiße Sie willkommen. In der Sprechstunde spüre ich immer wieder die Unsicherheit mancher Eltern, wenn es um Trauer bei ihren Kindern geht. Woran ist zu erkennen, ob ein Kind in seiner Trauer überfordert ist und psychotherapeutische Unterstützung braucht? Meine Antwort darauf: Solange ein Kind seinen normalen Alltag leben kann, das heißt isst, trinkt, in den Kindergarten oder in die Schule und zum Sport geht, seine sozialen Kontakte weiterhin pflegt und keine massiven Schlafstörungen hat, braucht ein Kind keine spezielle Therapie. Was ein Kind in dieser Situation hauptsächlich braucht, sind Eltern oder nahestehende Betreuungspersonen, die mit dem Kind über ihre Trauer reden, die sich dafür Zeit nehmen und dem Kind vermitteln, dass es ganz normal ist, dass es traurig ist und trauert. Dabei dürfen und sollen die Erwachsenen ihre eigene Trauer vor dem Kind eben nicht verbergen, sondern dem Kind damit zeigen, dass auch Erwachsene traurig sind und trauern und dass dies völlig normal ist. Gut ist dabei natürlich, wenn wir Erwachsenen uns selbst mit dem Thema Tod und Trauer in ausreichender Weise befasst und die folgenden beiden Prinzipien verinnerlicht haben. Das Leben ist lebensgefährlich. Und es gibt kein Leben ohne Tod. Der Tod gehört also unzertrennlich zum Leben dazu. Und das müssen und sollen unsere Kinder von Anfang an lernen und erfahren dürfen. Dazu praktische Beispiele. Der Abschied am Sterbebett in den letzten Lebensstunden oder die Beerdigung der Oma oder des Opas. Wie sinnvoll ist es, Kinder dazu nicht mitzunehmen? Ich meine, es wäre sogar ein Fehler, weil auf diese Weise das Kind keine Möglichkeit hat zu erfahren, was passiert, wenn das Leben zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist. Durch das direkte, eigene Erleben hat das Kind konkrete, wahre Bilder im Kopf und keine Fantasien, die es spinnen würde, wenn es sich seine eigenen Gedanken dazu machen müsste. Sie mögen einwenden, ob es nicht traumatisch für ein Kind ist, so etwas erleben zu müssen. Ja, natürlich ist das eine belastende Erfahrung. Aber sie entspricht nun mal der Lebensrealität. Und ein Trauma kann dabei nur dann entstehen, wenn das Kind damit allein gelassen wird, wenn es also keine Möglichkeit hat, über seine Gefühle und Gedanken zu sprechen. Deshalb ist es so wichtig, was ich anfangs sagte. Wir Eltern müssen uns Zeit nehmen, uns auf unsere Kinder einlassen, erspüren, in welche Richtung ihre Gedanken gehen und auf ihrer Ebene versuchen, ihre Fragen nach unserem besten eigenen Wissen und Gewissen zu beantworten. Dazu brauchen wir im Prinzip nichts Besonderes, außer Zuwendung, Ehrlichkeit und Authentizität. Soll heißen, ein Kind soll spüren, dass es ernst genommen wird, es mit seinen Gefühlen nicht alleine ist und dass auch wir als Erwachsene manchmal keine Antworten auf bestimmte Fragen haben, sondern eher Hoffnungen und Glauben. Die Fülle an Literatur zu dem Thema Kind und Tod zeigt, wie groß der Bedarf dafür ist. Und ich bezweifle auch nicht, dass sie durchaus sehr hilfreich sein kann. Was bei diesem Thema jedoch von größter Bedeutung ist, ist unsere eigene gesunde oder gereifte Einstellung zum Leben und zum Tod als letztem Teil davon. Nicht nur von uns als Einzelpersonen, sondern auch von unserer Gesellschaft.